Ja, besonders begrüßen möchte ich erstmal unser amtierendes Chorkönigspaar, Marco Oertel mit seiner Paula. Mein Ehrenmajor Dr. Helmut Hauser. Unseren Ehrenpräsidenten Günter Piel mit seiner Anita. Regimentsführung, Kronprinz und so weiter werden, glaube ich, später noch aufkommen. Wir haben ja seit letztem Jahr eine Parallelveranstaltung drüben auf dem Sportplatz. Jägerchor hat sich auch überlegt, so ein Frühschoppen ist eine tolle Sache. Haben sie jetzt auch eingeführt, die werden sich später noch mal blicken lassen. Von den ortsansässigen Großbanken darf ich begrüßen von der Volksbank Herrn Hilgers und Frau Förster und von der Sparkasse Herrn Donner. So, und bevor die Gerüchte Facebook-mäßig umlaufen, wir werden heute ein bisschen improvisieren müssen. Nach der Begrüßung gebe ich gleich erstmal Essen. Da, so, erst einmal, wir hatten ja eine kleine Schrecksekunde am Sonntag im Zelt, als unser Kamerad Ferdi umgefallen ist und dank des heldenhaften Einsatzes von Helmut und Jens Bandowski wieder ins Leben zurückgeholt worden ist. Dem geht es aber so weit, wo wieder passabel. Heute Morgen, nächste Schrecksekunde, rief mich meine Tochter an und sagte, hör mal, ich bin gerade mit dem Hund raus, bei Miguel ist der Rettungswagen aus der Einfahrt gefahren. Ist auch alles Taco, geht auch schon wieder besser, der ist heute Morgen wegen Herzschmerzen vom Los abgeholt worden. Lütt jetzt am EKG, von daher müssen wir gleich den Spießbericht, wird wahrscheinlich hier die Chefin halten, unsere Spießin Sandra. Und ich werde mich dann gleich auch nochmal melden. Jetzt wünsche ich erstmal guten Appetit, macht euch Spaß, ein paar gesellige Stunden zum Abschluss des Schützenfestes und bis gleich mal, Buffet ist eröffnet. So, je später der Abend passt jetzt nicht ganz, aber soeben eingetroffen, unser amtierende Majestät Ralf mit seiner Gabi, unser Kronprinz Nikolai mit seiner Nadine, unser Oberst Peter Schröers, Präsident Markus Odenthal, steht schon am Troch, genau, direkt rein und, ne, und Vizepräsident Georg Staniek, schön, dass alle hier seid. So, wo ich das Ding ja gerade einmal in der Hand habe, machen wir direkt weiter im Programm. Ne, Peter, ist er leise, wenn es geht? Gut. So, Dienstagnachmittag, traditionell Zeit, Schützenfest ein bisschen Revue passieren zu lassen. Angefangen haben wir bereits letzte Woche Dienstag in kleinerem Kreis mit unserem Fackelrichtfest für die fackelbauenden Züge. Scheibenschützenchor hat dieses Jahr 3 Fackeln gebaut. Das heißt, im Proport sind wir sehr stark überrepräsentiert gewesen. Die Jäger hätten vergleichsweise 12 Fackeln bauen müssen, haben sie aber nicht. So, hierbei nochmal besonderer Dank an unsere Fackelbauplätze und Fackelrichtfestplatz bei Walter und Brigitte und Haus Busch, Graf Dachgraben von Nesselrode. Sind unsere Stammplätze. Bei Gottmanns ist quasi unser zweites Wohnzimmer mittlerweile neben der Erftruhe. Das ist immer sagenhaft da. Bei Bertram, gut, Partyraum, Sektbar und so weiter ist noch ausbaufähig, aber wir arbeiten dran. Trotzdem nochmal herzlichen Dank dafür, dass wir immer wieder bei euch bauen dürfen, dass ihr das Abend für Abend ertragt, da die Horden Hof rein, Hof raus, bis in die späten Nachtstunden. Das ist nicht selbstverständlich. Muss man ihr nochmal anerkennen. Ja, dann unser Schützenfest selber. Samstagabend hervorragender Fackelzug. Alle Tage mit astreinem Wetter.
wenn einer meint, es wäre was warm gewesen, gradmäßig, war es so schlimm nicht, es war halt ein bisschen schwül. Ja? So, dem haben wir Rechnung getragen dadurch, dass wir Montag die Marscherleichterung hatten. Gut, gab auch ein bisschen Kritik, aber in Anbetracht der Temperaturen, vor allen Dingen der Luftfeuchtigkeit, war das ganz angenehm gestern im Hemd. Das müssen wir jetzt nicht einreißen lassen. Ja, also ich fühle mich in Uniform doch besser angezogen und in der Krumm, da zieht es auch immer ein bisschen. Also ich hoffe, dass ich nicht krank werde jetzt, aber ne, geht schon. Von wegen Chorgeist habe ich ein paar Geschichten gehört, letztes Jahr zum Beispiel schon mal. Chorgeist bedeutet auch, keiner wird zurückgelassen. Ja? Das gilt einmal für die teilnehmenden Kameraden. Letztes Jahr sind zwei Jungs, ich nenne jetzt keine Namen, von den Scherpe Boschte. Beim Antreten haben sie sich dann, um Schutz vor der Sonne zu suchen, in den Hausflur zurückgezogen und sind da eingeschlafen. Die Kameraden hatten nichts Besseres zu tun, als die Szenerie zu fotografieren, leise die Haustür zuzumachen und abzuhauen. So, und als die zwei wach wurden, war das Regiment fort, die Tür zu. Ne? Bis dass die aus der Nummer raus waren, war auch keiner mehr zu sehen. Und die sind dann aber trotzdem eisern den ganzen Zugweg hinter dem Zug hergelaufen, bis dass sie uns kurz vor der Parade am Rathaus wieder eingeholt hatten. Also davon schon mal Respekt. Von wegen keiner wird zurückgelassen, dazu gehört zum Beispiel auch die eigene Ehefrau. Ja, in Person von, wir waren in der Residenz, Nacht von Sonntag auf Montag. Man erzählt, ich wäre da auch gewesen, aber gibt Beweise. So, jedenfalls deutlich länger wie ich war Katrin Koro da, die dann da auch zu späterer Stunde weggeschlummert ist. Und eigentlich sollte Katrin morgens die Kinder zur Schule bringen, aber bis Katrin wach wurde, war die Schule schon dran. Also vielleicht hätte Miguel nicht mit nach Hause nehmen sollen. Ne? Ja, keiner wird zurückgelassen, genau. So, traditionellerweise verleihe ich ja auch am Dienstagabend immer das Hütchen, also die Ehrenauszeichnung des... Dienstagmorgen. Mahlzeit, Mittag, genau. So. Hütchen an einen verdienten Kameraden. Und ich habe mir diesmal überlegt, das weiß ja vorher so groß keiner. Wir haben einen Kameraden, der hier im Scheibenschützenchor in sehr großen Fußspuren marschiert. Hat ein Amt übernommen, was sehr lange Zeit von einem und demselben durchgeführt worden ist. Nämlich vorher von Alex. Und jetzt macht den Geschäfts- und Schriftführerposten der Lutz Steins. Wo ist Lutz? Kommt. Hätte er das gewusst, hätte er sich besser angezogen. Aber ist schon okay. Geht. Ne? Ja. So. Lutz, du machst dein Amt bis jetzt hervorragend, unterstützt mich in allen Schriftdingen, was Einladungen rausschicken geht und so weiter. Erinnert mich an die Buchstage oder ähnliches. Und wenn du das genauso lange machst wie der Alex, brauche ich mir um Nachfolger keinen Kopf mehr zu machen, weil so jetzt 30 Jahre drauf. Wenn ich Schwein habe, bin ich dann noch hier, aber hoffen wir das Beste. Ne? Jedenfalls Lutz, vielen Dank und damit, so als Motivation, damit das noch lange so weitergeht, Tütchen vom Scheibenschützenchor. Herzlichen Glückwunsch. So, bevor jetzt die Familie Schmitz, bzw. Sandra, man nimmt gleich die Spießrede, aber wir dürfen uns schon mal hier bedanken. Weil, ich habe Dienstag sowieso Ruhetag, von daher ist ja egal eigentlich, ne, aber dass wir wieder, jedes Jahr aufs Neue wieder hier sein dürfen, euch die Erfsruhe verwüsten und haben wir da ein Blumenangebinde, Sven? Ja. Und einmal für die Sandra und Nummer zwei für Margot. So, damit wäre ich für dieses Jahr durch.
bedanke mich. Ach so, ja. Wir hatten ja. Gut, dass du Personal hast. Ne? Wir hatten ja dieses Jahr einen Wachwechsel in unserer Kommandantur Willibert. Nee, ich wollte Im Moment brauche ich dich. Wir hatten ja dieses Jahr Wachwechsel, beziehungsweise eigentlich schon letztes Jahr vollzogen, aber dieses Jahr war Miguel das erste Mal richtig im Einsatz als unser Hauptfeldwebel. Ich sagte eben schon mal, ist ja ein bisschen blöd, am ersten Arbeitstag quasi direkt einen Gelben reinzureichen. Ne? Aber bei Miguel kann man sicher sein, dass er nämlich markiert. Und als kleine Erinnerung an diesen Wachwechsel haben wir von der Spießbuchübergabe im Zelt für beide ein Foto gemacht. Das könnt ihr euch irgendwo auf Nachttisch hinstellen oder was. Ne? Foto von Miguel nimmt die Katrin gerne mit. Sag ich jetzt mal so. Ja? Hier nochmal herzlichen Dank. So, das war von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Sandra meldet sich dann gleich mal mit der gefürchteten Spießstrafe. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm. Dankeschön. Was hast du gemacht? Einiges letztes Jahr. Kann ich mit Sicherheit sehr gut erklären, was er gesagt hat. Ja, erklär uns das. Aber sexy siehst du aus. Nein. Ich habe Paris Klofer schon letztes Jahr. Na, so was. Wo ist denn dir den Dienst hinten? Ich hätte sie mal sauber gemacht. Dekoriert heißt das. Ich habe es dekoriert. Dekoriert. Wir gehen jetzt mal, ich muss übergeben. Ja, wir machen aber schön Großflächen. Sieht das hier auch anders? So, mal gucken, was ich noch Kleingeld habe. Okay. Ein Traum. Schön sauber, absolut, wie geleckt. Ich gebe mein Bestes. Ja. Jahrelange Ausbildung. Super. Alles für diesen Moment. Nur für diesen Moment, ne? Dann nennt man auf den Punkt trainiert. So. So ist es. Und jetzt wird geliefert. Ja. Zum Glück aber nicht mehr so lange. Haben Sie aber wirklich vor? Nee, so fortschrittlich bin ich noch nicht. Ja. Das ist eine Majestät und Scheiß, das besonders nicht gefilmt wurde. Ja, eine gewisse Art von Premiere ist es trotzdem. Weil normalerweise macht das ja mein Vater oder hat das gemacht, aber seit er in Rente ist, hat er Quatschen verlernt und ist sehr wortkarg geworden. Von daher hat er gesagt, mach du mal. Ich werde das Amt nämlich nicht los, weil schreiben muss ich immer noch. Und ja, ich hoffe, es seht ihr mir nach, dass es ein wenig komprimierter ist, als es eigentlich geplant war. Aber ja, wenn irgendwas offen bleibt, werden wir das im nächsten Jahr nachholen. Zum Ersten, es haben sich wahrscheinlich die ein oder anderen schon gewundert, warum unsere Toilette dieses Jahr so würdevoll besetzt ist. Der Rolex macht uns heute die Toilettenfrau, den Toilettenkerl, wie auch immer. Das ist eine Strafe aus dem Vorjahr, allerdings kam die vom Zug. Der hat nämlich seinen Chorkönig, seinen Zugkameraden Marco, dem Rolex ging es auf einmal ganz ausgebrochen gut. Und vor dem Fackelzug hat er mal ganz entspannt den Marco Oertel angekotzt. Und zur Strafe muss er heute den Toilettendienst machen bis 13 Uhr. Also wer noch ein bisschen was loswerden will, der spendiert, glaube ich, heute Abend eine Flasche Rosé an die ehemalige Chorkönigin. Es steht im Übrigen super, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die türkisen Handschuhe bis zum Ellenbogen, ist alles toll. Ja, also Miguel hat das Amt übernommen. Der wollte in manchen Hinsicht ein etwas härteres Regiment führen, was sehr meine Zustimmung gefunden hat. Ich meine, ich bin da nicht relevant, aber ich fand es trotzdem gut. Der hat zum Beispiel schon mal dafür gesorgt, dass diese Sonnenbrillen zumindest aus dem Scheibenschützenchor verschwinden, zumindest bei der Parade. Das kostet 15 Euro, das war bei meinem Vater auch schon so, nur der Miguel, der hat das echt beinhart durchgesetzt. Und bis auf drei, und ich habe sie auch fotografiert, weil die sind ja beratungsresistent, die zahlen die 15 Euro noch, hat keiner vor der Parade eine Sonnenbrille getragen. Ne? Also so viel echt zum Bild, das war wirklich schön anzugucken. Aber Hanno Bayer, Stefan Ophofen und Holger Pfeiffer zahlen die 15 Euro. Gestern gab es dann wohl ein wenig Knatsch bezüglich des Zuges des Chorspießes. Ich habe mich aber heute Morgen aufklären lassen. Es hieß erst, die wären nicht angetreten. Das ist nicht so. Die sind nur nach der Parade nicht mehr mitgegangen. Die sind irgendwo falsch abgebogen, haben sich wohl in der Einbahnstraße befunden und die Polizei stand da und die konnten nicht mehr rückwärts ausparken. Das heißt also, die haben nach der Parade den Zug geschwänzt und nur schöne Grüße vom Ehrenchorspieß. Das hätte auch bei dem 50 Euro gekostet. Der Stefan Ophofen
ist da, ich sehe dich. Ich weiß nicht, wie lange bist du Scheibenschütze? Das zweite Jahr, okay, dann sehe ich dir ein bisschen nach. Wenn man den Hut zieht vom König, ne? Man nimmt den runter und führt den zur Brust und setzt den nicht direkt wieder auf. Das wirkt in der Gemeinschaft etwas unförmig. Ne? Also, ja. Den Ralf und die Gabi, die habe ich gerade eben gesehen. Ich habe es jetzt traditionell so gemacht, wie es bei meinem Vater der Brauch war. Das Lob schicken wir mal voraus. Der Ralf und der Herbert Schumacher, die haben eine Wahnsinnsreise hinter sich. Die sind hunderte, tausend und Kilometer gefahren für einen guten Zweck und haben tatsächlich über 8.300 Euro erradelt. Und ich finde, das ist echt lobenswert zu erwähnen und das ist eine Riesenleistung. Obwohl wir für uns schon festgestellt haben, dass wir da, was die soziale Ader angeht, schon in die richtige Richtung ticken. Ne? Der Ralf hat auch sich nicht nehmen lassen, unsere traditionelle Weihnachtsfeier der Rentner bei der Tafel zu unterstützen. Der war sofort da und sagt, ich schenke Kaffee aus, ich schneide Kuchen, ich mache, was auch immer nötig ist. Wir werden da auch nach dem Königsjahr dranbleiben und werden das ein bisschen weiterführen. Ja, ne? wenn man was anpackt, kann man auch was bewegen. Ne? So sieht's aus. Zum Schützenfest in Elsen letztes Jahr sind einige Legionäre aus Weflinghofen mit gewesen und haben da ja, Weflinghofen ganz gut vertreten. Es war ein gemischtes Häufchen aus allen Korps. Manche haben sich ein paar dickere Blasen in den Holzschuhen gelaufen. Die hätten vorher wissen sollen, ob man dicke Socken anzieht. Ne? Namen werden nicht genannt. Aber es war halt einfach ein schönes Bild. Und ja, total. Ne? Also leuchtendes Rot war echt phänomenal. Ne? Zum Thema Dresscode. Ne? Das komme ich jetzt gleich zu, aber ich möchte mit Stefan Fücker anfangen. Der hat nämlich den Dresscode meines Vaters am Sonntag mal komplett in Frage gestellt. Mein Papa war das erste Mal zur Messe oben auf der Empore. Hat sich da angelehnt, hat sich das gemütlich alles angeguckt, kommt da runter und hat einen komplett braunen Rücken, weil keiner gewusst hat, dass die vorher die scheiß Kirchenbänke geölt haben. So, auf jeden Fall hatte der einen komplett braunen Rücken. Stefan hat gesagt, ey Spieß, rostest du. Ja, das sagt genau der Richtige, der seine Schlafzimmerbeleuchtung mal überprüfen sollte. Dann hättest du am Ehrenamt vielleicht auch eine schwarze statt einer blauen Hose angehabt. Und generell, also mir ist das jetzt so, nicht nur an dem Wochenende, ich kenne dich ja auch von vorher, so ein bisschen zu Ohren gekommen, du müsstest eventuell so ein ganz klein bisschen an deinen Umgangsformen, ein bisschen schrauben. Du. Weil, ja, der Stefan ist ja sehr gerade raus, ne? Und beim Fackelrichtfest, Gabi und Ralf kamen dann auch nach. Und Stefan stellt so fest, ach, ich habe auch noch einen Strauß Blumen. Gabi, trab mal an. So war das, ne? Also kann man ein bisschen feiner ausdrücken, ne? Aber das Schlimme ist ja eigentlich, dass das auf deine Frau abfärbt. Ja? Weil, ja, Schwiegermama feiert Geburtstag, ne? Und Stefan hat ein ganz wichtiges Telefonat und Ursel steht da zum Abschied und verabschiedet sich von den Gästen und Stefan telefoniert. Und ich habe mir sagen lassen, es wäre die Bild-Zeitung von Weflinghofen, die da verabschiedet wurde. Mit wem schwart der dann? Ich wollte mich von dem auch verabschieden. Und da sagt Ursel, das ist die Freundin, das kann der nur nicht machen, wenn andere dabei stehen. Ne? Stefan, also wir werden die Bild-Zeitung darüber nochmal in Kenntnis setzen. Also es ist auf keinen Fall eine Affäre, von der Ursel nichts weiß. Ja, es gab schon diverse Male eine Gefallenenehrung bei uns. Dieses Jahr hat es auch einige dahingerafft. Im letzten Jahr muss es wohl so gewesen sein, dass der Stefan Fücker beim Tanzen und Rumhotten im Zelt in das Schlagzeug von Schröder gefallen ist. Auf jeden Fall konnten die sich gut an ihn erinnern. Die haben ihn nämlich dann am Sonntagabend mal ganz speziell nochmal begrüßt. Wir begrüßen auch das Königspaar aus dem letzten Jahr, Stefan und Ursel Fücker. Du hast mal wieder bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, ich sag's nur, ja, trifft eigentlich immer den Richtigen. Hanno Bayer ist ebenfalls zusammengesackt auf dem Feierabendmarkt. Das war nicht in der Erftruhe, vielleicht war es das. Achim Burdack hatte erste Hilfe geleistet, ist auch ein bisschen glimpflich davor zugegangen. Von daher alles Juti Young. In diesem Sinne möchte ich auch dem Ferdi schöne Grüße bestellen. Dem geht es, wenn ich das eben richtig gehört habe, verhältnismäßig gut. Er ist auf dem Weg der Besserung und
Ich kenne den Ferdi wirklich seit Kindesbeinen an. Der ist jeden Sonntag bei uns beim Stammtisch. Wir haben wahnsinnig viel Spaß miteinander. Und ich hoffe, dass der ganz schnell wieder beim Stammtisch dabei sitzt. Der Alex Bierbaum, das hat mir der Miguel noch zugesteckt, von den Scherpe Boschte, ist der Einzige, der tatsächlich die Entschuldigung hatte, was sein Schuhwerk angeht. Der hat sich wohl einen Fuß komplett durchgelaufen und hatte da eine richtig offene Blase, die sich entzündet hatte und alles und ist in weißen Adiletten mitgegangen. Obwohl ich gestern beim Jägerchor auch einige gesehen habe, die in Birkenstocks unterwegs waren. Das scheint ein gängiges Problem gewesen sein. Theo Holzmann, ich bin ganz froh, dass du eben ohne Unfall aus der Bank steigen konntest. Der ist nämlich am Geburtstag vom Alex Klömkes, wollte sich einen Weg sparen und vorne das Paddock war halt mit zwei Ketten abgegrenzt. Theo hatte dahinter sein Fahrrad stehen. Er meinte aber trotzdem, wie so ein 20-Jähriger mal mit dem Hechtsprung über die Kette zu kommen, das ist leider schief gegangen. Und auf jeden Fall ist er dann beim ersten Versuch in die Hecke gefallen, beim zweiten Versuch mit dem Fahrrad. Am nächsten Tag war Maimarkt und ich bin dann komplett angeflaumt worden, dass mein Vater ihn mit alkoholfreiem Wacholder betrunken gemacht hätte, nur damit er mal auf die Nase fällt. Also das war keine böse Absicht, ne? Also ich würde mal die Kollegen da ein bisschen in die Pflicht nehmen, die da die Sorgfaltspflicht verletzt haben. Na Theo, also weißt du Bescheid, angezogene Handbremse. Das war die Wirtin schuld, das war schlecht ausgeleuchtet. Ach so, das war. Das Pferd vom Oberstadjutanten hatte auch einen leichten Schwächeanfall und musste leider vor dem Zug quasi ausgetauscht werden, war nicht. Das heißt, der Kai ist eine ganze Weile neben dem Oberst zu Fuß hergelaufen. Der hat dann auch geschwächelt und dann hat die Anja Moritz netterweise den Kai in den Streifenwagen gepackt und hat quasi das Regiment mit dem Oberstadjutanten im Streifenwagen und Blaulicht angeführt. Das war, glaube ich, auch eine Premiere. Ich weiß nicht, ob die Anja Moritz wieder gesund ist und heute hier ist. Wahrscheinlich kommt gleich. Okay, auf jeden Fall danke ich der da auch schon mal für. Die hat nämlich gestern dann auch den Georg Lammers, nachdem das Pferd gestürzt ist, mitgenommen. Das heißt also, es war, ja, jeden Tag hat Neues an der Front. Ne? Zu den Gefallenen gehört auch der Chorspieß und ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass der deshalb heute ausgefallen ist. Also der Miguel ist auch dieses Jahr mehrfach auf die Schnüsse gefallen. Der ist nach der Firmenfeier von Reuter bei uns bei Petris in die Hecke gefallen und ist, glaube ich, dann eine ganze Weile bei Thomas und Beate auf dem Grundstück gelegen, bis er sich vom Sturz erholt hat. Und gestern hat er gesagt, es hat irgendwie einen totalen Knack in seinem Knie gegeben, als er von der Toilette runterkam. Ja, das war irgendwie kein Knack, das war irgendwie der Versuch eines perfekten Telemarks. Der ist aber trotzdem ein bisschen missglückt, der ist ja jetzt hinkernderweise ein bisschen durch das Regiment marschiert. Die Gefallenen werden also nicht weniger. Den Schwächeanfall von Katrin hat der Stefan eben schon zur Genüge beschrieben. Also du gehörst auch dazu. Ein Zustand körperlicher Schwäche hat auch Bertram von Nesselrode gezeigt. Der hat sich so ausgewirkt, dass der auch im Ehrenabend tief und fest auf der Bühne geschlafen hat. Und das ist, ja, ich weiß, du hast immer wahnsinnig viel zu tun, bist immer hochkonzentriert und das ist der erschöpfte Geist. Ich weiß das. Mir ist aber dann auch zu Ohren gekommen, dass du dann quasi als Entschädigung dich bereit erklärt hast, noch einen zweiten Fackelbauplatz zur Verfügung zu stellen. Vorausgesetzt, du kommst auf die Fackel. Und da du jedes Jahr in meiner Büttenrede bist, ne, gibt es immer Anlass. Also wenn die Jungs ein Thema brauchen, ich mach denen das. Also den Fackelbauplatz kannst du freiräumen und dann gibt es dann auch die Sektbar und alles. Also wir danken dir sehr dafür, dass es ein bisschen mehr Platz für die Fackeln gibt. Eine größere Erholung schien auch der Sascha Fassbender zu brauchen. Ich weiß nicht, ist er da? Nee? Ja, auf jeden Fall hat der ja sonst immer das Kassenhäuschen und hatte dieses Jahr aber den Jonas gefragt, ob er netterweise kassiert. Und gestern muss er wohl gesagt haben, er hätte gerne den Jonas im Kassenhäuschen sitzen, damit er ein bisschen mehr Zeit hat zu feiern und ein bisschen ausgelassener mit seinen Freunden unterwegs zu sein. Das Kassenhäuschen hatte gestern bis 23 Uhr offen und Sascha Fassbender ist um 21.30 Uhr gegangen. Also das war... Da gehe ich mit dem dann nachher nochmal ins Gebet. Glückspilz, ich habe gehört, ihr habt eine Fackel vermisst. Die Jungs hatten auch einen Schwächeanfall und haben es nicht mehr geschafft, ihre Fackel in die Garage oder an den Bauplatz oder so zu fahren und waren dann so frei und haben die Fackel hinten ums Zelt rumgefahren und haben das da geparkt und haben gesagt, nehmen wir nachher mit, wenn der Erste nach Hause geht. Als sie um die Ecke kamen, war die Fackel weg. Die Fackel haben sie dann irgendwie an der Turnhalle auf einem Rasenstück gefunden, allerdings auch gekippt, die ist beschädigt. Da haben sich also ein paar Idioten tatsächlich einen Spaß draus gemacht.
ist halt dumm gelaufen, aber aus Schaden wird man ja klug. Auf jeden Fall ist der Felix Fitz dann irgendwie wohl von dieser ganzen Randale wach geworden, ist runtergegangen und hat die Fackel gesichert und hat die bei Manni und Edelgard in die Garage, glaube ich, ne, geholt. Und die Jungs waren aber so nett, wenn, ihr korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber die waren, glaube ich, mit dem Blumenstrauß da und haben die ausgelöst. Ist das richtig? Nein, noch nicht. Aber sie wollten es machen, das weiß ich. Also das habe ich auf jeden Fall gehört, der Plan war das und ihr holt das bitte nach. Ne? Jetzt wisst ihr, Edelgard und Manni sitzen da, die Blumen gehen an Edelgard, ne? Ich habe im Endeffekt jetzt noch ein, zwei Anekdötchen, die schmeiße ich jetzt einfach mal ohne Sinn und Zusammenhang hinterher, weil mir das einfach aufgefallen ist und ich fand das eigentlich ganz nett. Als die Sitzung gewesen ist, war am nächsten Tag Abbau und abends war es halt ganz lustig. Sven steht an der Theke, es war noch wirklich eine ganz lustige kleine Runde und Andi war am Quatschen und Sven sagt, ach komm, ich zapf schon mal. Man hat den Bier gezappt, das war gestrichen voll, kein Millimeter Schaum drauf, also wirklich komplett. Und der Andi guckt den an und sagt so mal, hast du einen Vogel, was wird das denn? Und dann sagt er ja, mit total verklärten Augen und total verträumt, ich musste gerade an Willibert denken. So, das fand ich jetzt eigentlich noch ganz süß. Und dann war am nächsten Tag, Helmut war natürlich the very last order mit dabei. Und am nächsten Tag zum Abbau waren alle pünktlich außer Helmut. Und ja, dann, Helmut, wo warst du? Antreten war hier vor einer halben Stunde und er hat dann halt nur gesagt, ich hatte gestern die Spätschicht und wir werden deinen Schichtplan demnächst ein bisschen neu organisieren, weil komischerweise, du bist immer mit dabei, wenn am Schluss, ne? Ja, es ist einfach so. Unterlassene Aufsichtspflicht, ne? Also es war nicht wirklich viel, aber Miguel kann meinetwegen noch was nachholen. Ich möchte aber gerne nochmal zu Ralf und Gabi kommen. Auf Königsvogelschuss fährt Gabi hier auf den Parkplatz. Ralf im Ornat hier raus und ich sag aus Spaß zu ihr, hör mal Gabi, hast du das Kleid schon rausgehangen für heute Abend? Sagt du, da ist eine Vogel. Ne? Und blafft mich echt so an, so, nee, du bist aber kloppt, also so ein Kapten, nee, das gibt nicht. Ne? Ja, und dann Ende vom Lied war ja dann, wir hatten keinen Anwärter. Und Ralf sagt, das geht so gar nicht. Kam dann rein, wir haben dann echt eine ganze Menge gemanagt, was machen wir wenn und wie und was. Ich habe nichts vorbereitet zu Hause, ich sag, scheißegal, alle raus, geht um den Block, kommt wieder rein, wir machen die Theke auf, wir feiern hier. Ne? Und dann war es tatsächlich so, dass Gabi dann abends wirklich kommen musste mit dem Kleid und Majestät oder Kronprinzessin geworden ist. Und wir kannten uns vorher schon, ne, durch die Kinder und haben aber tatsächlich in diesem Jahr sehr, sehr eng zueinander gefunden. Und eine ganz tolle Freundschaft hat sich entwickelt. Wir sind wirklich wahnsinnig dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Und ihr seid feine Kerle, ganz feine Kerle und wir danken für die Freundschaft und wünschen euch einen schönen Resttag. Ihr wart ein geiles Königspaar, wir hatten wahnsinnig viel Spaß in der Residenz das ganze Jahr über und ja, ihr wart ein tolles Königspaar, lasst es den Rest des Tages krachen und ihr werdet mit Sicherheit allen in guter Erinnerung bleiben. Und ich möchte jetzt dem Ralf das Mikro übergeben, weil es hat sich noch was ergeben und da haben wir ein bisschen dran rumgeknüngelt. Bis tief in die Nacht, nach einer Offiziersversammlung und ja, ich gebe das mal an dich weiter. Jo, jetzt sagt bitte meine Stimme, die letzten drei Tage waren sehr anstrengend. Wenn jemand irgendwo eine Stimme findet, ist meine, ja, bitte abgeben. Ja, wie Sandra schon sagte, es hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt, aber nicht nur zu Sandra und Andi, sondern auch mit dir, Willibert. Und wenn du jetzt mal gerne zu mir kommst, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Als ich gesagt habe, ich schieße drauf, kamen dir sofort die Tränen und du bist irgendwie so wie so ein zweiter Papa für mich geworden. Keine Sorge, ich mache da keinen Ärgerstreit hier. Ne? Also, ja. Und ich dachte, du kriegst von mir einen Königsorden. Hatte ich auch dem Oberst so geschickt. Eine Woche vorher rief er an, kriegst auch von ihm einen und zwei Orden geht wohl gar nicht an dem Abend. Das konnte ich aber nicht so auf mir sitzen lassen. Mit Sandra ein bisschen hergesprochen. Deswegen kriegst du jetzt von mir als letzte Amtshandlung, viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr als König, einen ganz, ganz persönlichen Orden verliehen. Und zwar den Orden des königlichen Freundes.
Ja, ich bin schlau.